Moin moin und hallo zu einer neuen Folge Let's Play Car Mechanic Simulator 2014 mit dem Zaunfall. Tag. Ja, beim letzten Mal haben wir hier so einen schicken SUV repariert und jetzt ist dieses pinke Auto des Grauens wieder da. Mal gucken, was sie wollen. Ja. Hey, I think my husband had my car repaired here. I've taken some racing lessons and I want to try racing for myself. Can you tune my car to the absolute maximum? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein fahrender Unfall. Ja. Hallo. Ich glaube, mein Mann oder mein Ehemann hat das Auto hier mal reparieren lassen. Ich habe jetzt einige Fahrstunden für Autorennen gemacht. Und, jetzt möchte ich das doch gerne mal ausprobieren, wie das mit meinem eigenen Auto funktioniert. Kannst du nicht mal meine Karre auf das absolute Maximum tunen? Warum? Warum? Und vor allen Dingen, guckt mal. Der ist noch nicht mal in einem super Zustand. Ist doch klar, dass die... Dass die gute Frau... Ich denke, man kann davon ausgehen, dass es hier eine Frau ist. Dann die wird da einfach nur im nächsten Baum landen. Aber ich muss ja. Sonst lässt mich das Spiel nicht weitermachen. Ich kann ihn nicht einfach sagen, hör mal hier, nee, ist nicht. Geht nicht, machen wir nicht, haben wir nicht. Auch wenn ich gerne würde. Und jetzt hier dieses alberne Minispiel bestehen. 40%. Ja, so ist zwar eine tolle Ratio, aber das hilft uns nicht. Wie soll das denn gehen? Vor allen Dingen, ich klicke Plus und es wird weniger? Hä? Logik. Hallo. ja. Oh Gott. Das kann jetzt eine Weile dauern. Befürchte ich. Da ein bisschen mehr. Ja, da hätten wir zumindest schon mal 20%. Machen wir doch erstmal den. Okay. Jetzt ist die Frage, nimmt er das als neuen Grundwert oder... Ja, macht er. Verdammt. Ich hätte ja gehofft, wir machen einmal eine 20% Steigerung und setzen dann nochmal 20% drauf. Aber das geht anscheinend nicht. Schade. So. Da... Aha, wir nähern uns. Aber auch nur teilweise. Wow! Hit it! Yes! Wie auch immer ich das jetzt gemacht habe, ich habe keine Ahnung, aber Hauptsache es geht. Mal schauen. Ja. Aus 110 mal eben 160 PS machen. Nur durch Chip-Tuning? Nicht schlecht. Ah, und endlich ist auch dieser Krach vorbei. Ist ja fürchterlich, was er da für Geräusche macht. Mann, Mann, Mann. Ja, geil. Ich bin mir fast sicher, dass die Entwickler hier noch einen Folgeauftrag eingebaut haben. Hey, ich habe meine Karre vor den Baum gesetzt, mach mal wieder heile. Oder zumindest irgendwas in der Art. Doch, da bin ich mir fast sicher, dass sowas noch kommen wird. Ein paar Aufträge sind es ja noch. Hey, das kommt mir bekannt vor.
I was driving to work this morning and my exhaust pipe fell off. I should have fixed it before, but now I have to get a new one. Ja, ich bin heute Morgen zur Arbeit gefahren und mein Auspuff ist abgefallen. Ich hätte das schon viel früher reparieren lassen sollen, aber jetzt brauche ich halt einen neuen. Ja. Und ich habe es ja in einer der ersten Folgen erzählt, was mir mal so zum Thema Auspuff passiert ist. Ja. Unschön, wenn sowas passiert, sag ich mal. Ja, da hört er einfach auf hinterm Cut. Das ist natürlich geil. Wie ist er denn dann hier hingekommen? Gucken wir mal von hinten. Ja, da fehlt eine ganze Menge. Gehen wir mal hier in den Zusammenbastelmodus. Boah, Kamera, das da. Genau, das da. Wie heißt du? Sagt er mir nicht. Wahrscheinlich irgendwas mit Exhaust Pipe Middle Dingens. Schauen wir doch mal. Exhaust Manifold, nein. Exhaust Pipe Mitte, ja. Und hinten. Und wie heißt denn das andere Ding? Muffler, glaube ich. Aber welchen? Schauen wir mal. Gehen wir erstmal hier ans Auto. Und schauen wir mal, ob ich auch das richtige Teilchen gekauft habe. So, ja. Das war schon mal gut. So, dann. Okay, das ist länglich und hat den Ausgang in der Mitte. Dann ist das wahrscheinlich auch hier der Muffler-Mittel. Ja, heißt wahrscheinlich, dass er in der Mitte des Autos eingebaut wird und der irgendwo hinten. Vermute ich jetzt mal. So. Kamera. Genau das. So. Zack. Und yay, wir haben das Richtige gekauft. Sehr schön. Aber da hinten. Da hinten fehlte noch was. Oder muss da noch ein Muffler-Ding hin? Okay. Da muss da jetzt der Muffler-Rear hin. Aber dann lag ich mit meiner Theorie auf jeden Fall nicht verkehrt. Das Ding wird hinten ans Auto gebaut. Nur, dass diese Karre hier anscheinend beide braucht. Auch gut. Sollst du kriegen. Zack. So, alles fertig. Wunderbar. Ab zum nächsten. Ach ja. Das war einfach. Und ich habe schon wieder vergessen, meine Uhr zu starten. Dabei habe ich es mir diesmal sogar extra hingelegt. Naja, machen wir das jetzt. So. I've got two problems. One is that the car only starts after several tries. The other is that there are some worrying noises on road bumps from the back of the car. Okay, ich habe zwei Probleme. Zum einen braucht das Auto meistens mehrere Versuche zum Starten. Und das andere ist, er macht, macht komische Geräusche beim Überhubbelfahren vom hinteren Teil des Autos. Okay. Weißt du was? Startprobleme ist doch hier ein klassischer Fall für den OBD-Reader. Der macht mir da vorne einmal alles schön grün und rot und bunt. Jawohl. So, bunt hätte ich gerne. Startermodul ist schon mal in einem nicht so tollen Zustand. Nehmen wir mal eine Käbelchen runter.
Ja, eine Zündkerze kann man tauschen. Und das Startmodul. Okay. Mal gucken. Könnten wir das reparieren? Nein. Haben wir noch was? Nein, wir haben noch ein kaputtes Reifen. Gut, schauen wir doch mal. Obwohl, 76 ist eigentlich der ein okayer Zustand. Mal gucken, was die Riemenfront sagt. Die meint eigentlich alles in Ordnung. So einigermaßen. Okay. Ja. Ah, Batterie, 78. Nö, können wir auch erstmal lassen. Schauen wir mal, Zündkerze und Startermodul. Moment, das Modul ist, glaube ich, relativ teuer. So, ein Zündkerzchen. Und Ignition Module, 750. Was bezahlt der Mann? Ja, er bezahlt nur 600. Dann ersetzen wir nun die Zündkerze für den Anfang. Mal sehen. Ne. Dit alleine hilft anscheinend nicht. Schade. Aber wenn er mir nicht die Kohle hier für ein Modul bezahlt und ich es nicht reparieren kann. Was macht man denn da? Mal nach... Genau. Filtern. Filtern gucken. Wo ist eigentlich die Musik hin? Ah, da kommt sie wieder. Okay. Hab mich irgendwie schon bei einem der letzten Male irritiert, dass die auf einmal weg war. Oder erst wieder kam, nachdem hier irgendwas neu geladen wurde. Ich hätte die Kamera mal drehen sollen. Was haben wir denn da? Der Starter ist im Eimer. Ja. Dann kann das natürlich nicht klappen. Oh, und 81 Dollar zum Reparieren. Bloß, das ist natürlich super. So. Dann war die Zündkerze vielleicht sogar überflüssig. Aber egal. Hat dann eine neue... Kann er glücklich sein. So. Starterprobleme haben wir. Wunderbar. Dann schrauben wir hier vorne erstmal wieder alle zusammen. So, Deckel drauf. Zündkerze weg. Okay, und dann geht's ab zum Stoßdämpfertest. Jo. Wollen wir. Bremsen. Muss ich anscheinend mitmachen. Na gut. Boah, sind okay. Sind super. Vorne Stoßdämpfer. Das Scheppern gehört ja irgendwie mit dazu. Sind okay. Klingt jetzt auch nicht anders. Sind nicht ganz so toll. Okay. Dann schauen wir doch mal, was das Auto jetzt so sagt. Wenn das Spiel mich lässt. Zip, zip. Aha. Ich sehe zwei kaputte Rubber Bushings. Und Aufhängung und der Rest ist aber in Ordnung. Okay. Sehr schön. Dann mach dich mal hoch.
Und wir kaufen zweimal Rubber Bushing. Jawohl. Und ich denke, ich kann mir auch ein Büchlein leisten. Ja. Sinnloserweise nehmen wir jetzt den Rabatt im Autoladen. Ja. Sollte ich echt mal irgendwie vorher machen. Aber egal. Also vorm Einkaufen. So. Du bist hier gerade so schön im Blickfeld. Dann kommst du jetzt auch als erster raus. Und wieder rein. Und den anderen... Genau, da will ich hin. So, war's das? Ja. Nice. Dann würde ich sagen, einer geht noch. Minigens. Mal gucken, was der so bringt. Chiptuning. Ah, ein wiederkehrender Kunde. I'm amazed by how much you've reduced my fuel bills. Can we go even further by chiptuning? No, we can't. Ich bin begeistert, wie du mir geholfen hast, meine Benzinrechnung zu reduzieren. Können wir da noch mehr rausholen mit Chiptuning? Ja, ich befürchte ja, ich meine Chiptuning hier im Spiel, jetzt mal von der Realität ganz abgesehen, hier im Spiel macht Chiptuning ja nur mehr Power. Und mehr Power heißt ja eigentlich normalerweise auch höherer Spritverbrauch, würde ich jedenfalls meinen. Aber das Spiel sieht das anscheinend anders. Mal hier so ein bisschen rumklickern und dann da und dann hier, ne? So, so. Nein, so. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Das ist auch kacke. Ha! Das passt. Und es sah nach der 20%-Marke aus. Sehr schön. Jo, plus 25. Töfte. Das war einfach. Da können wir definitiv noch einen dranhängen. Würde ich mal denken. Ja. Das sollte gehen. So, weg damit. Und einen weiteren Kunden dürfen wir jetzt in unserer tollen neuen Werkstatt begrüßen. Und was hat er denn gerne? Ein Bastelauftrag. Na toll. One of my wheels got trapped while I was turning. It caused a lot of damage to my car. Okay. Eins meiner Räder wurde gefangen beim Wenden. Und das hat viel Schaden am Auto verursacht. Okay. Was auch immer das bedeuten soll mit dem My Wheel Got Trapped. Für den Anfang erkennen wir auf jeden Fall nichts. Oder nichts großartig Gefährliches. Na gut, ein Bastelauftrag. Der wird natürlich jetzt wahrscheinlich wieder etwas länger dauern. Aber na gut. Ich habe gesagt, einen mache ich noch, also mache ich auch noch einen. Lenkung. G.
geht ja gar nicht. Bremsen funktionieren immerhin. Das ist schon mal etwas. Aber die Lenkung ist mal irgendwie echt schwierig. Rechts rum geht gar nicht, links geht gut. Okay. Wenn man das so sieht, links wie er den Bogen fährt und wenn ich rechts einschlage, yay, können wir einen schönen Donut machen. Oder zumindest einen halben. Aber so im Vergleich, links, zack, sofort ist er rum, rechts. Okay, interessant. Ja, ich denke, das war schon aufschlussreich. Möglicherweise. Mal schauen. Was sagt unser Autochen? Ein Reifen auf jeden Fall mitgenommen. Lenkung auch. Okay. Das sieht alles nicht berauschend aus. Tja. Jetzt könnten wir natürlich hier noch für die Aufhängung den Stoßdämpfer-Test machen, aber nö, da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust zu. Das dauert zu lange. Das können wir mit der Lupe dann im Zweifelsfall auch kurz selber checken. So. Schraub, schraub. War das nicht das Ding, was ich sowieso irgendwie doppelt hatte? Nein, war die andere Seite. Verdammt. Schrauben wir den Stoßdämpfer einmal kurz ab. Ja, 5% weg. 79 ist okay. Feder bleibt drin. So. Okay. In welchen brauchen wir denn? Typ C vorne rechts. Gut. Typ C vorne rechts. Wird gemacht. Da. Dann. Waybar und ein Vulkan Spectre Wheel. So. Schraube die Schraub. So, mal überlegen, ob das auch getauscht werden muss. Aber wir versuchen sie erstmal ohne. Das alleine war es auf jeden Fall noch nicht. Aufhängung könnte es natürlich noch sein. Sollten wir mal gucken. So. Jo, Aufhängung hat es auch mitgenommen. Rechte Seite ist okay. Mal sehen. Den Auspuff hat es anscheinend nicht erwischt. Nö, das sieht soweit in Ordnung aus. Hinten wäre zwar komisch, aber wer weiß. Aufhängung nur der Vollständigkeit halber.
Okay, nö, das ist soweit in Ordnung. Da, wir brauchen einen Suspension Arm und ein Rubber Bushing. Gut. Das Ärmchen können wir reparieren. Spart ein bisschen Geld. Und ein Rubber Bushing müssen wir kaufen. Da. Sehr schön. Weiter geht's, weiter geht's. Ein neues Ärmchen reingeschraubt. Eine neue Gummi irgendwas dingen rein. Und das war's. Ja, nice. Und jetzt sagt meine Uhr, dass das auch, dass es das auch für diese Folge dann war. Halbe Stunde dürfte erreicht sein. Ich sage, danke fürs Zuschauen. Schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Immer schön links, oben, unten, rechts auf Abonnieren klicken und in die Playlist schauen. Dann gibt's die nächste Folge direkt in euren Google Plus Account geliefert, wenn ihr das so wollt. Ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Zaunpfahl.